Hallo und herzlich willkommen bei diesem sehr eigenartigen Format-Experiment namens Tom und Mats schauen die Katzen-Mario-Show. Was ist denn die Katzen-Mario-Show, Mats? Ja, du fängst ja gleich mit den existenziellen Fragen an. Wie würde ich die Katzen-Mario-Show beschreiben? Das ist eine gute Frage. Ich würde schon erstmal anfangen, was ist denn überhaupt ein Katzen-Mario? Das stimmt. Das ist, glaube ich, für jemanden, der noch nie von einem Katzen-Mario gehört hat, ist das schwierig. Katzen-Mario, soweit ich das hergeleitet habe, gibt es hier erst seit Super Mario 3D World. Genau. Das ist quasi ein Item, mit dem sich alle Figuren des Mario-Universums verwandeln können in eine Katze. Sind also dann die Figuren und sind in einem Katzenanzug. In einem Kostüm wohlgemerkt, genau. Sie verwandeln also es ist sich keine nicht Katze, in eine die gehäutet wurde, Katze. Sondern ja. Genau, so da vorsichtig. Was dann passiert ist, ist für mich so ein kleines schwarzes Loch. Irgendwo in einem Keller wird jemand gesessen und gesagt, wir brauchen noch für YouTube so eine richtig heiße News-Show für Menschen. Und junge Menschen. Für junge Menschen, vielleicht, ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe zu wenig gesehen davon, ja. Um das so richtig beurteilen zu können. Und warum lassen wir diese Show nicht einfach präsentieren von Katzen Mario und Katzen Peach und vielleicht gibt es noch andere Auftritte? Und in dieser Show passieren Dinge, werden uns Spiele präsentiert, aber wir haben gar keinen Schauspieler, der das. Also, wen stecken wir da rein? Gerard Depardieu geht einfach nicht ja, mehr. Das Ding ist, Mats und ich kennen diese Katzen-Mario-Show jetzt wirklich schon seit Jahren, weil die ja seit 2013 oder 14 läuft. Ich glaube 14, seitdem es halt Super Mario 3D World gibt, ja. Weil es dazu gestartet ist. Und das soll halt wirklich was sein für Kinder und so. Und also dieser Intention sind wir uns bewusst. Wir wissen, dass das total random ist, jetzt dieses Ding zu gucken. Wir wissen, dass das nicht für uns gemacht ist. Nichtsdestotrotz finden wir es so faszinierend und bizarr, dass wir uns dachten, okay, irgendwas muss man mal damit machen. Und warum nicht sich sagen, man nimmt sich die komplette Playlist ja. von Katzen Mario Show, die insgesamt über 4 Stunden geht, glaube ich. Und wir gucken einfach mal, wie lange unser Kopf, unser Gehirn damit klarkommt, mit dem, was hier passieren wird. Ja, das dürfte ein interessantes Experiment werden. Vielleicht ja. lernen wir aber auch noch das ein oder andere. Ja. Und ich lese ja in den Kommentaren oft, dass Leute gerne sehen, wie Mats kaputt geht, deswegen ist es perfekt. Es ist da muss ich nochmal mit meinem Arzt drüber sprechen, ob das noch so weiter gesund ist. Aber hey, im Dienste der Unterhaltung. So, wir fangen jetzt an mit der Katzen-Mario-Show, mit der Tom und Mats schauen die Katzen-Mario-Show. Los geht's. Let's go! Miau, miau, miau! Hier ist die Katzen-Mario-Show! Eigentlich müssen wir so die Show begrüßen. Ja. Ich bin Katzen-Mario, einer der Gastgeber der Katzen-Mario-Show. Und ich bin Katzen-Peach. In dieser Show präsentieren wir euch interessante Fakten, Tipps und Quizfragen zu Super Mario 3D World. Ja, das ist das Beste, ne? Ich frage mich, es müsste man mal gucken, wie viel die aufgenommen haben tatsächlich mit diesen Bewegungen. Ja. Also ob die die komplett mitgespielt haben. Oder ob die einfach 30 Sekunden hatten. Oh, sehr gut. Oh, das ist praktisch. Das möchte ich tatsächlich werden. In dieser Show sehen wir uns Mario-Spiele an und helfen euch, wahre Mario-Experten zu werden. Die 3D-World-Musik im Hintergrund wertet das ungemein auf. Das ist so ein bisschen das Ding, ja. World mit Freunden im Mittelpunkt. Das ist jetzt. Ihr wisst sicherlich alle, dass in Super Mario 3D World bis zu 4 Freunde zusammenspielen können, das oder? Das wissen wir. Soweit. Beim Spielen mit Freunden könnt ihr euch gegenseitig hochheben, anderen helfen, ganz hoch zu springen oder gemeinsam. Ich habe so ein bisschen, ist das vielleicht so auch die Club Nintendo in digitaler Form? Oh, meinst du? Halt nur ein bisschen herablassen, ne? Ja, genau. Jetzt sehen wir uns etwas Geheimes an, das nur möglich ist, wenn man gemeinsam spielt. Da wird es wirklich. Weißt du, was den Puppen extrem geholfen hätte? Schaut mal, sich bewegende Münder. Nicht nur die Tatzen so zu. Ziemlich gefährlich, das Ganze. Ja, aber wenn beide winzig sind, kann man den anderen. Und dass sie nicht beide wie die Chipmunks. Hey, das wusste ich schon mal nicht. Beide stärker. Wusstest du das? Ach, das ist Dobby natürlich nicht. Dass wenn du jemanden hochhebst, das ist die Items dann. Unbesiegbar gemacht hat, ach, das geht bei. Freunde anrempeln, damit sie ebenfalls das wusste ich auch nicht. Nee, auch nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe 3D World vor allem solo gespielt, aber. Ich auch, weil ich keine Freunde habe. Das ist jetzt schon ein nützlicheres Format, als ich dachte. Ich könnte mal versuchen, auf den Kopien einer Doppelkirsche eine Stampfattacke zu machen. Warte mal, ich hab ja eine der Doppelten geklaut. Wusste ich auch nicht. Es nee, ich auch nicht. Spaß, seinen Freunden Kopien zu machen. Das ist ja furchtbar. Sachen, Moment, ich lerne. Ich doch nie machen. Okay, ich krieg auch direkt Lust mehr, Super Mario 3D World zu spielen. Dinge, also ich glaube, kann, momentan erfüllt diese Show ihren Zweck extrem gut. Das ist eigentlich der Amazon-Direktor. Was? Was? Achso. Oh, das Geräusch schön. Oh! Let's go, Mats. Wie viele? In dieser Rubrik testen wir euer Videospielwissen. Denkt bitte reiflich nach, bevor ihr antwortet.
Das heutige Thema ist, Musik ist Super klar. Mario 3D World. Nein, ich ja nicht mit gerechnet. Was passiert dann? Dieses Power-Up heißt Goomba-Maske. Was passiert, wenn ihr sie aufhebt? Das weiß ich wirklich nicht. Aber ich nehme... Eins, Gegner greifen eins. Nicht an. Zwei, ja, ihr nehmt Schaden. Weil du halt... Drei, ihr stealth-mäßig könnt unterwegs ja, genau. Vier, du machst den alle Snacken. Gumbas. Das ist quasi wie eine Kiste. Sprich hier interaktiv. Das ist wirklich... Oh, guck mal, ja, krass gut. Wenn ihr die Goomba-Maske das ist halt wirklich für so gemacht, als würden Kinder vorm TV sitzen und dann so die Antwort rufen. Obwohl eure Beine nicht verstecken. Aber sind, sitzen halt zwei über 30-Jährige vor dem und rufen. Aber auch wir waren mal Kinder. Deswegen finde ich das in Ordnung. 3D World ist so ein gutes Spiel, ne? Ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich das jetzt gerade nicht so ohne Probleme... Also ich könnte es ohne Probleme spielen, aber... Halt auf der Wii U. Nein, also, ja, also nicht ohne Probleme. Naja, die ist angeschlossen, ich müsste einfach das Spiel reinfassen. Das ist ja eine volle Ausnahme bei dir. Also die meisten Leute haben erstmal keine und die Leute, die eine haben, die liegt sonst wo. Ja, auch das. Na, guck mal, also warum gibt es das noch nicht für die Switch? Da müssen sie auch gar nicht so viel machen. Wen haben wir gesucht? Wir zeigen das Video nochmal für alle, die ihn nicht entdeckt haben. Diesmal etwas auffälliger. Diesmal schafft ihr das. Ich habe verpasst, wonach wir suchen. Ich möchte übrigens, dass du deinen journalistischen Auftrag mal annimmst. Den da unten, den Maulwurf? Oder was Habt das war? Habt ihr ihn gefunden? Wen? Die Antwort lautet... Verdammt, wir haben nicht aufgepasst. Ich möchte wissen, wer das gesprochen hat. Oh ja. So, beide. Er ist ach, ach, das so. War ein Luigi. Dass man ihn so schwer findet. Ja, den habe ich gerade gesehen. Ich dachte kurz, es wäre ein Maulwurf. Nee, den habe ich... Ist der immer da gewesen? Nee. Wie okay, also der? Steht eins, ich weiß nicht, ob der im Spiel war. Frage für heute. Wie heißt dieser Charakter, der euch den Weg versperrt, indem Karumpel. Er sich nach links und rechts bewegt? Oder Spikey? Eins, Spikey. Ich Spikey weiß es ist nicht. Zwei, aber links Gookie wo? Wumms finde ich ist aber ein super Name. Ich finde, Gookie Wumms hätte er heißen Karumpel. Müssen, ich würde aber auch auf Karumpel. Also das ist so Nintendo-Deutsch. Die richtige okay, Antwort Spikey. Ist drei, Gookie Wumms. Er heißt tatsächlich er heißt Gookie Wumms. Er sich seine Augen nach links und rechts bewegen, wenn er läuft. Okay, wow. Ach, weil er Cookie Wumms dann wahrscheinlich eher. Um euch an ihm vorbeizuschleichen. Das war und weil er wumst, wenn du das ja, siehst. Okay, eins von drei ist jetzt nicht... Also dafür, dass wir mit Nintendo aufgewachsen sind und so. Oh Gott, nächstes Mal wird es schwerer. Man muss aber auch sagen, es ist halt ein Wii U-Spiel. Ich finde, das ist immer so, da ist ein Drittel schon top. Ja. Dass wir überhaupt wissen, welches Mario das ist. Kennt ihr eigentlich das Minispiel Kirby's Recken aus Kirby Triple Deluxe? Im wie? Nächsten Abschnitt zeigen wir euch ein paar Kirby's den Take nochmal. Kirby's Triple Deluxe. Schaut aufmerksam zu, um eure Freunde zu übertrumpfen. Die Münder sich nicht bewegen, ist wirklich... Und sie hätten auch einfach weiße aber Stäbe der nehmen Weg können. Eines können meisterhaften Kirby die können. Oh, ist das... Trainiert mit uns, um ganz starke Spieler zu werden. Nee. Also ganz kurz, ob das der Typ vom diesem Werbevideo ist. Alten Sachen. Dabei spielen alle als Kirby. Gibt der überhaupt noch? In dieser Rubrik stellen wir 10 Spitzen. Damals in den 40ern oder wenn ihr das aufgenommen habt. Und erläutern, wie ihr im Kampf am besten damit umgeht. Also passt alle gut tot auf. Aus der Zeit. Mal ganz blöd gesagt, ich meine, sowas mit einem sympathischen Moderator, von mir aus auch einem animierten das ist, oder das so. Das ist der Punkt, ne? Fände ich gar nicht so verkehrt. Wenn die nicht den Chipmunk-Filter hätten, wäre das so viel anguckbarer. Das, was Mats und ich ja auch so fasziniert haben, dass es so viel davon gibt. Das lief noch bis 2018. Ja. Bis Ende 2018 liefen noch Folgen hiervon. Und das ist immer mal meiner Teilnahme aufgedroppt und ich hatte ja. Jedes Mal dieses Holy Shit, das gibt's noch. Was ist das? Und wie gesagt, unsere Vermutung ist, dass wir wahrscheinlich so bestimmte Muster in den Bewegungen wiedererkennen werden, weil das ja bestimmt nur 5 Minuten Aufnahmen sind. Andererseits ist es ja manchmal so, dass solche Videos Leute machen, die das zum ersten Mal machen, weil irgendwie aus irgendwelchen Gründen irgendeine Werbefirma beauftragen so und vielleicht dachten die, nee, das merken die Zuschauer. Aber ich glaube halt, die Aufnahmen stammen irgendwo aus Amerika oder Japan. Das kann auch sein. Weil die hier im Deutschen wurde es ja nur lokalisiert. Ja. Nehme ich zumindest stark an. Vielleicht haben die in Deutschland auch die Puppen bekommen und damit ja, glaub dann selbst. Ich nicht. Also aber dadurch, dass die nur die Hände bewegen, könnten die deppen. Auch, also ja, vielleicht sehen wir das noch. Was gibt es denn noch für schöne Moves, die man nur...
Nur mit Händen. Fällt nur noch der Hitlergruß ein. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich mach vor diese kleinen Figuren. Nächstes Mal wieder die Katzen-Mario-Show ein. Wir präsentieren euch auch. Wir haben die erste Folge geschafft. Noch nicht. Spielen, so wie heute. In der nächsten Folge erwartet euch noch einiges mehr. Unter anderem eine neue Rubrik. Ja, bis zum nächsten Mal. Lalalala. Tschüss. Warum heißt das eigentlich nur die Katzen-Mario-Show, wenn auch Katzen-Peach mit Host ist? Das ist eigentlich schon wieder Kacke. Miau, miau, miau. Hier ist die Katzen-Mario-Show. Wir sind bei Folge 2 angekommen. Holy shit. Oh, Katzen direkt, da hat man gerade die Hände gesehen, die Arme. Was, ernsthaft? Ja. Das liegt an der warte. Das ist für dich jetzt mehr Arbeit, aber ganz am Anfang, wenn sie reinkommen. Hier ist die Katzen-Mario-Show. Hallo allerseits! Na ja, schon. Die haben gar keine Hosen an! Die schwarzen Arme. Stehen wir auf dem Kopf? Das liegt an der Anti-Schwerkraft, Katzen-Peach. Was? Anti-Schwerkraft? Was? Etwa wie in Mario Kart 8? Oh. Genau wie in Mario Kart 8. Das ist Übergang. Ja. Kann Mario Kart 8 nach? Sobald man über einen blauen Streifen fährt, der über die gesamte Fahrbahn führt. Relativ zeitnah, aber vielleicht haben sie erstmal, um die Katzen-Mario-Show irgendwie einzuführen. Ja, ja, irgendwie ist das bei mir alles auf einer Ebene. So können die Fahrer die Anti- Gefühlt war die Wii U auch nur 2 Wochen am Markt. Von aber, daher. Aber also extrem so viele gute Nintendo-Spiele dafür bekommen. Okay, man kann auch schneller werden, indem man mit anderen Dingen auf den Kursen kollidiert. Ja, das sind, also da haben wir bei 3D World bessere Tipps bekommen. Die rempeln sich ständig an, um Fahrt aufzunehmen. Na. Tolles Teamwork. Die Schlingel. In Zukunft werden wir noch viele weitere Informationen zu Mario Kart 8 mit euch teilen. Okay. Cool. Kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik. Nee, das ist das. Hä? Das sind doch die gleichen. Ja. Ach schon, wir sind schon beim Quiz angekommen. Das ging irgendwie schneller. Im heutigen Mario Quiz geht es um Mario Kart 8. Schon mal ein extra Punkt. Hier kommt die erste Frage. Das hier ist ein neues Item. Müssen wir jetzt mal raten, was sie macht. Ja. Kann blaue Panzer wegmachen. Andere Spieler oder größere Hindernisse geräuschvoll von der Strecke verdrängen. Ja, aber die einzige, die blaue Panzer wegmachen kann. Das stimmt. Hier die Frage. Die Superhupe kann noch mehr. Sich vor Panzern schützen. Kann man damit noch machen? Aber Kontrahenten auch betäuben. Erstens, ja, aber es betäubt ja nicht so richtig. Das schubst sie ja nur zur Seite. Zweitens, naja, aber dann drehen sie die Reifen vom Mitschreiter zum Platzen bringen, wäre ja der Hammer. Boah, und dann müssen die Boxen stoppen. Sich vor Panzern schützen. Ja, 4. Wir sind beide bei der 4. Eindeutig 4. Das ist die 3, es ist die 2, es ist die 1. Nein, das ist die 4. Yay, ob du wirklich richtig stehst. Wenn du solch ein Item bekommst, bist du in Sicherheit. Sogar wenn dich ein roter Panzer verfolgt. Die Superhupe, ich finde diese Kameraperspektiven Mario Kart 8 immer noch super. Das wirkt sogar bei Starry-Panzer. Das hat uns so viele super Memes gebracht. Wenn man die hat, kann man unbesorgt an der Spitze des Feldes fahren. Weil die auch gucken und reagieren auf alles, ne? Ja. Meine Güte. Oh. Wie oft kann man den Turbo benutzen? Oh, das wäre der Hammer. Das hier sind die 3 Turbo-Pilze. Dass man Leute wegrammen kann oder so? Was ein ist das? Tolles Item, denn man bekommt gleich 3 Turbopilze auf einmal. Echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Frage dazu. Was passiert, wenn man mit jemandem zusammenstößt, der 3 Turbopilze hat? Der Kontrahent bekommt den Pilz, oder? Der Kontrahent bekommt einen Pilz. Zweitens, man prescht nach vorne. Weil das ist ja, wenn ich in Bananen oder in Panzer... Nee, man prescht nach vorne. Wenn du dagegen fährst, kriegst du nicht den Pilz, sondern du prescht nach vorne. Wenn ich mit diesem... Achso, ja genau, wenn ich jetzt... genau. 2. Man prescht nach vorne. So. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die 3 Pilze habe. Zum Glück verliert der Gegner. Ja, aber dann also, ja, da war, nee, also ich war ja auch da. Das ist ja auch richtig. So na, doch, nee, das war die Frage komisch. Gut. Okay, einen halben Punkt. Piranha-Pflanze. Haut einen nach vorn. Piranha-Pflanze. Die schnappt nach deinen Gegnern. Wie heißt sie? Die ist das dieselbe, die DLC? Mit welchen Dünger? Items klauen? Welche der folgenden Aktionen Luper verspeisen als Airbag? Erstens, Items klauen. Zweitens, mit Feuer angreifen. Was? Ich sag, klaut die Items? Ich sag 1. Aber es ist mir noch nie passiert, deswegen... Nee. Feuer angreifen? Nee, dann 3. Ich sag einfach mal 3. Die richtige Antwort ist... Ich hab keine Ahnung. Nummer 3. Luper verspeisen. Wie denn? Ja, so. Das wusste hab ich nicht. Aber auch noch nie gesehen. Was zum Teufel? Das habe ich auch noch nie gesehen. Weil die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist. Weil wir alle die Katzen-Mario-Show nicht gucken. Ey, das ist ja wir einfach... Wir haben die krass unterschätzt. Ja, das wusste ich. Giga-Trivia-Show mit einfach nur Katzen-Mario. So, das war unser Quiz für heute.
Also ich habe schon viel mehr gelernt, als ich gedacht hätte um diese Uhrzeit. Weiter mit der nächsten Rubrik. Ja, das sind einfach nur... Das Superkatzen-Modemagazin. Okay. In ich wusste nicht, dass das gibt. Bewerten wir Kleidungsstücke aus Spielen. Sie bewerten? Oh. Jetzt so richtig... Jetzt für die Snobby Mädchen. Wieder einfach gerade eine Pause war in dem Gespräch, weil Animation oder so. Die coolen Kopfbedeckungen aus der Mi-Lobby. Modell Nummer 1. Die Melinda. Das ist creepy. Creepy. 1 von 10. Umgebracht und aufgesetzt. Ja, so sieht's aus. 2 Sterne verdient. Wieso denn? Warum? Ich finde aber super, dass sie ihre eigenen bewerten. Ja, das ist hier nicht ganz so gut. Aber das ist doch ein Gegner. Den will man nicht auf den Kopf. Ja, das ist 3 Sterne. Das ist doch Metroid. Warum denn nur einen Modell Stern, weil es ein Gegner ist? Spaghetti-Hut. Naja, wer mag Spaghetti nicht? Der würde mich aber die ganze Zeit hungrig machen. 2 Sterne. Keines dieser Items wirklich gut ist. Ja gut, das wird 3 von 3 kriegen. Echt super. Warum? Das war langweilig. Sterne von mir. Was? Super? Modell Nummer 5. Die haben ein komisches Bewertungssystem. Das ist doch kein Hut. Ein Link-Kostüm ist doch nicht nur ein Hut. Satte 3 Sterne. Was ist denn... Okay. Das ist, deren Wertungssystem ist korrupt. Noch absurder als das, was wir die in unserem Werber bezahlt. Haben. Die sind doch bezahlt. Auf jeden Fall. Kein Stern. So, minus 1 Stern. Echter Balanceakt. Die zwingt einen zumindest dazu, immer gerade zu stehen. What? Außerdem ist sie aus Brot. Ja, sie ist aus Brot, das ist richtig. 3 Sterne, weil aus Modell Brot. Modell Nummer 8, die Eishockey-Maske. Da stellt sich mir das Fell auf. Oh, da hört sie gerade geschauspieler. Nur 1 Stern. Oh. Ich würde so gern die Original-Sprachausgabe hiervon hören. Auf jeden Fall mal eine Special-Folge machen. Wirklich? Nee, ich liebe diesen Hut. 3 Sterne. Okay. Modell Nummer 10. Peach-Perücke. Meine Güte, wie viele gehen wir denn durch? Die nur alle. Ich verstehe deren Wertungssystem. Das war unser Modemagazin für heute. Hat Spaß gemacht. Ja. Was haltet ihr davon? Stimmt ihr unseren Bewertungen zu? Schreibt's doch in die Kommentare, müsstet ihr jetzt sagen. Gute machen, Leute. Ja, das, das fehlt noch. Liked und subscribed. So viel von mir. Holy shit. Katzenpeach, was spielst du denn da? Ist das davor gefotoshoppt? Nee, ne? Das bewegt sich ja wirklich ein bisschen. Ja, aber es kann auch ein Mitteleffekt sein. Sieht so. Das verschenke ich zum Dank an alle, die unsere Show gucken. Was? Riecht das auch noch? Mütliches Schwänzchen. Übrigens, Katzenpeach, können wir das bitte rausklippen? Niedliches Schwänzchen. Niedliches Schwänzchen. Daran habe ich auch gedacht. Boah, das ist ja auch cool. Ja, das ist... Niedliches Schwänzchen. Man kann die QR-Code-Bilder auf dem Bildschirm scannen, um diese besonderen T-Shirts zu bekommen. Das geht. Ja, mein 3DS nehmen mit. Sonst hätte ich jetzt mal ausprobiert. Das gewusst, ey. Siehst du, also falls ihr diese Kostüme wollt, vielleicht gehen die ja noch. Können wir gucken. Okay, versuchen wir es nochmal. Das war die heutige Ausgabe der Katzen-Mario-Show. Das versuchen wir nochmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. Tschüss! Okay. Ich finde den Gewalt. Ja, oh, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Pokémon Art Academy. Hallo Katzen Mario. Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich. Ja, Pokémon Art Academy. Mal sehen, wer von uns beiden Pikachu besser malen kann. Yes. Ja, Katzen Peach. Ich mag Herausforderungen. Lass uns loslegen. Oh. Auf die Plätze. Fertig. What? Man könnte mit diesen Puppen so viel creepy shit machen. Aber da haben sie wirklich so Stücke dran gemacht. Nicht wirklich. Das wirkt jetzt mal so halbwegs aufwendig. Okay, wenn sie jetzt noch Stifte hätten. Und nicht einfach nur ihr Stift. Die Farbe Pudding. Das ist ja super. Niedliches Schwänzchen. Das ist wirklich gut. Ja, ich will den anderen Pikachu zurück. Ich möchte den auch im Spiel haben. Ja, ich habe mit Pokémon Art Academy geübt. Oh, das ist ja großartig. Das, so das war ein ernster Lacher. Ja, Pokémon Art Academy. Stimmt, das war... Ich weiß nicht, ob die den gewollt haben, aber der war... In
Pokémon Art Academy besuchst du eine Schule, auf der dir beigebracht wird, Pokémon Art Academy ist auch wirklich, also generell die Art Academy Spiele sind ganz schön. Die werden halt, also sie leiden halt ein bisschen darunter, dass die Auflösung vom 3DS so gering ist. Aber trotzdem bringen die dir wirklich ein bisschen was bei. Okay. Malt mal noch was. Ja, malt mehr. Vor allem du, Katzen Mario. Bitte, die sehen alle gleich aus. Immer eine Kartoffel als Vorlage und dann... Erinnert mich sehr an unsere Game & Wario Folgen. Oh Gott. Lernen mit Katzen Mario. Tipps und Tricks. So Lebensweisheiten. Lege immer ein Monatsgehalt zur Seite. In dieser Rubrik unserer Show verraten wir euch verblüffende Geheimnisse und spezielle Tricks. Heute lernt ihr Super Tricks zu Super Mario 3D World. Oh, so, noch mehr. Habt ihr noch was zu Mario Kart? Guck mal, das war nicht gut ausgeschnitten. Hast du das gesehen? Die Ecken waren noch weiß. So, ja. Werdet ihr auf Röhren haben sie wahrscheinlich von Amazon. Die euch von Ort zu Ort transportieren. Mit so einigen davon kann man sogar in andere Welten reisen. Stell's wenigstens frei. Heute zeige ich dir, wo du eine findest. Hier sind wir so ziemlich am Ende von Welt 1-2. Mhm. Was ist das denn? Das ist doch eine gewöhnliche Glasröhre. Wenn du aber diese Wand als Katzen-Mario hochkletterst, findest du eine Warp-Röhre. Keine Ahnung, ob ich die damals kannte. Wahnsinn! Das ist auch ein sehr befriedigendes Rutschgeräusch. In diesem Level gibt es keine Superglocke. Alles daher muss man den Kurs als Katzen-Mario beginnen. Supertechnik. Supertechnik. Oh, der Stempel. Ach, manchmal vermisse ich dann sowas wie Giga-Trivia tatsächlich. Es hat immer sehr viel Spaß in der Recherche gemacht und, Dinger dann auch zu basteln und so. Das war ja auch ein schönes Format. Ich habe ja sehr kurzweilig. Alle Skripte habe ich noch. Vielen Dank dafür, Katzen. Ich habe die Folgen alle gesichert. Und auch noch für Unveröffentlichte, die es nie gab. Nur nicht die extra Folgen, die auf Giga.de exklusiv waren, weil da kommt man nicht mehr so leicht So, Tom. Jetzt geht's weiter. Ich mag sehr, dass das so ein aktives Ding ist. Guck mal, das ist richtig freigestellt. Es ist ein tolles Actionspiel, bei dem unser Freund Donkey Kong Kurse voller Fallen bewältigen muss. Dass der hier nicht als Katzen-Mario auftaucht. Sehen wir uns gleich mal die erste Frage dazu an. Okay, das... Was ist Dixie Kongs Spezialfähigkeit? Dass sie schweben kann? Ja, helikoptermäßig unterwegs. Diesmal sind auch Diddy Kong. Donkey Kongs Freundin auch gerade Dixie Kong. Ja, genau. Ja. Und Cranky Kong, der älteste der Donkey-Kong-Inselspieler. Super Spiel, das es schon auf der Klasse, Switch gibt. Die ganze Familie ist dabei. Weil Retro irgendwas machen musste, während sie portet das mal. 73 Jahre jetzt. Das ist wirklich absurd, wie lange die kein neues Spiel mehr haben. Pferdeschwanzpropeller. Doppelte Backpfeife finde ich aber super. Batsch, batsch. Gegner anzünden hätte aber auch schön. So ein kleines Feuerzeug. Das klingt so brutal. Ja. Pferdeschwanzpropeller. Aber ist das nicht auch ein Dixie-Sprung irgendwie? Dann? Ja, naja, nee. Ist ja schon kein Sprung mehr. Hier kommt die letzte Frage für heute. Wenn man er spielt, Gameboy? Nee, 3DS, glaube ich, in Tropical Freeze. Er spielt ein Videospiel, okay. Aber er macht doch bestimmt auch ein Nickerchen, oder? Zweitens, er bohrt in der Nase. Also in Returns hat er sich auf jeden Fall hingesetzt und DS gespielt. Er spielt ein Videospiel. Ich glaube, hier ist es 3DS. Und ich glaube, auch in der Switch-Version spielt er Switch. Ich überlege gerade, im Super Nintendo gab es, glaube ich, aber nichts. Da hat er sich noch umgeguckt. Ne? Jawohl. Ja, 3DS. 3DS XL sogar. Den großen Daumen möchte ich das sehen. Deswegen hat er XL. Das mache ich auch gern, wenn ich auf irgendetwas warte. Ja, das auf irgendetwas. Quiz. Wie viele Fragen hast du richtig beantwortet? Ich wette, du wusstest alles. Stimmt's? Oh, wie positiv die das war. Die Show ist leider schon wieder zu Ende. Vielen ich finde, die haben aber... Die haben einen gewissen Flow. Oder? Danke fürs Zusehen. Die Pausen sind immer so ein bisschen weird, weil auch nichts passiert. Weil die ja nur so... Ja. Das ist... Oh, jetzt haben sich mal... Hat er sich beim letzten Mal auch verbeugt? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Es könnte ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Effekt... Feuerwerk auch mal so sein, ja, ein bisschen mehr Gags und so, dann... Oh, hier Mario Kart. Mario Kart und Puyo Puyo. Sie hatten gerade den Pikachu, deswegen... Holy... Oh, was ist das denn, Tom? Was ist das? Das ist dieses Artefakt. Show sollst du doch nicht spielen. Ich spiele ja nicht. Das ist meine subtile und intelligente Art, eine tolle neue Wii U Download-Software vorzustellen. Das ist doch das, was du wolltest. Das ist Nintendos Art und Weise, sehr subtil und intelligent die Wii U zu präsentieren. Ach stimmt, das war nicht Puyo Puyo, das war Pull Blocks. War vom Namen fast gleich. Das habe ich nie gespielt. Wo es eigentlich ganz spaßig aussieht. Toll. Machen wir mal weiter. Ja. Hier neuer Übergang. Nee, den hatten sie schon mal benutzt. Echt? Ja.
Oh, 3D World wieder. In dieser Rubrik der Show ich sage Mario Kart. Mario-Spiele an und helfen euch dabei, ja, zu stimmt, wahren Mario-Experten zu werden. Ja. Heute werfen wir einen Blick auf Mario Kart 8 für Wii U. Wären wir den Superstart. Wusstet ihr, dass ihr in Mario Kart 8 diverse Techniken anwenden könnt, um schneller zu werden? Na? Gas halten. Ja. Ja, komm. Das ist ja nur... Da fühle ich mich jetzt aber... Ich mich als auch Achtjähriger hätte ich mich jetzt hier, hätte ich in den Kommentaren geschrieben. Ja. Wusste ich schon. Wenn ihr Münzen einsammelt, nehmt ihr allmählich Fahrt auf. Katzen Mario, lies meinen Namen vor. Ja, kannst du bitte Stefan grüßen? Die Geschwindigkeit nimmt zwar nur geringfügig zu, kann aber in engen Rennen den Unterschied ausmachen. Ich würde dich gerne mal persönlich treffen. Wenn ihr von einer Rampe springt, um einen Sprungturbo hinzusetzen. Wenn die Katzen Mario schon Patreon hätte, ich würde also... Wenn die Katzen Mario Tour auf Tour gehen würde. Live. Das sieht ja echt cool aus. Und zu guter Letzt könnt ihr, wenn ihr eine Weile hinter live. Einem Ballen bleibt, dessen Windschatten ausnutzen. Die Katzen Mario Tour. Dadurch bekommt 2019. Ihr einen heftigen Geschwindigkeitsschub. Ich finde, das sind so Sachen, die findet man ja schon einfach durchs Spiel heraus. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das mit dem Blooper vorhin war einfach nur mindblowing. Sagt dir das Spiel das eigentlich oder das ist das so? Erstmal. Probiert diese Techniken mal aus, um euch im Rennen einen meine Vorteil nicht, dass es da irgendwie so ein Tutorial oder sowas und gibt. Weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt ist es Zeit für das Mario Quiz. Unsere heutigen Fragen drehen sich oh Leute, ihr könntet, ne, ihr könntet die krassesten Serien auf Netflix gucken, aber ihr guckt mit uns hier. Die Katzen-Mario-Show, das weiß ich gerade sehr zu schätzen. Zu Super Mario Brothers aus NES Remake. Mit dem sperren wir ein paar schöne Momente bei Time to 3. Danach ich erinnere mich nur so. Etwas, im Original Super Mario Brothers nicht was passiert als nächstes? Das kann ich boah, keine Ahnung. Sagen mal, der Bildschirm verschwimmt. Obwohl, jetzt ist ja Remix. Also irgendwas muss passieren, was eigentlich nicht passieren sollte. Eigentlich Nacht, ne? Ja, muss sich entscheiden. Ich sag, der riesige Goomba. Mal sehen. Ach, das verschwimmt. Beide nichts. Ja, was passiert denn da? Da ist wohl eure Wii U kaputt. Die richtige Antwort ist Nummer 4. Der Bildschirm verschwimmt. Ja, ich habe das Spiel nicht wirklich viel gespielt. Das wäre aber eigentlich auch cool wieder zum Vorholen. Also das auch zu Switch bringen. Naja, also... Ja, ich fand das halt nur okay. Das bisschen, ja, was ich davon ist gespielt habe. Halt schauen wir so. Mal, ob ihr Pixel Luigi in diesem Level auf dem NES Remake wie das einfach ein Wimmelbild ist. Ja. Da ist er, ich sehe ihn schon. Ja, ich sehe ihn auch. Da unten rechts in der Ecke. Und weg jetzt ist er weg. Jetzt zeigen sie das wieder 20 Mal. Ja. Habt ihr ihn gefunden? Ja. Pixel Luigi ist hier. Na, schön, dass wir jetzt einfach woanders gewesen wären. Ja, Mensch. Damit endet unser Quiz für heute. Alles gewusst. Ist Wimmelbild eigentlich ein Quiz? Naja, ja doch. Wenn du so ein... Angenommen, du hast dir das Mickey Mouse Heft geholt, das Mickey Mouse Magazin. Und auf der Rätselseite ist so ein Bild, wo du... Aber merkst du, Rätsel hast du gesagt. Rätselseite. Ein Quiz ist ja kein Rätsel. Ja. Also doch, ein Quiz ist ein Rätsel. Aber, verstehst du? Nee. Verstehe ich nicht, Mats. Unglaublich. Ja. Probiert es mal aus und schaltet dieses tolle Spiel frei. Nee. Unbedingt. Unbedingt. Wir haben gerade einen Code gezeigt, mit dem man ein Spiel freischalten kann. What? Oh. Oh, oh fiese Fallen. Für eine Durchsage von Bowser höchstpersönlich. Stimmt. Wir haben nur eine Plüschfigur genommen. Heute stelle ich euch einige der größten Errungenschaften meiner Truppe vor. Fiese Tricks, die wir uns haben einfallen lassen, um unseren Erzrivalen Mario. Das ist der gleiche Sprecher wie Katzen Mario. Einfach nur so ganz bisschen drunter gepitcht. Er spuckt einen Bösewicht nach dem anderen aus und lässt Mario keine Ruhe. So spricht er nicht. Das ist nicht der echte Tom. Seht ihr? Was? Der hat sich darauf gestellt? Aber dann funktioniert es ja, nicht. Ja, können wir es vielleicht noch einmal mit ein bisschen mehr nee, okay, dann lassen wir es. Wenn wir Mario damit einfangen, sie müssen wir sich in die Rolle jede Menge Katzenbabywillis auf den Hals setzen. Der hat sich geduckt und sie fliegen über ihn. Ich stelle mir das aber gerade wirklich. Geduckt. Die dumme Sau. Diese Schwein. Unser dritte Falle hat Stacheln wie diese. Wenn der Big End Trooper ihn da hineinschubst, erwartet Mario eine schmerzhafte Überraschung. Hat er ihn gerade Fabio genannt? Fabio. Wie heißt der? Mario tanzt ihm auf den Kopf herum,
Wofür bezahle ich dich denn, Maxi Krabbel? Los, schüttel ihn ab! Wow. Oh, ist das schlecht. Oh Mann, das ist wirklich ein Kind, schlecht. Wenn meine Ansprüche sind gering gewesen, hätte gesagt, nee, Freunde. Darauf kannst du dich nie und nimmer halten. Fast, springt einfach, heilige Scheiße. Nein! Leck mich am Arsch! Der ist einfach rübergelaufen, ich rasse aus! Also das war's. Meine Armee ist ich hau ja alles viel cooler als Mario und die anderen. Das den hält jemand am Schwanz und ja, wackelt einfach ein bisschen. Jederzeit herzlich willkommen. Buhaha! Aber guter Twist. Ja, du Suppenkasper. Nicht, dass ich mich selbst für cool halten würde, aber es kann doch nicht sein, dass das würde so viel Spaß gemacht, wenn er nur so ist, als derjenige, der mich immer rettet. Wenn da wirklich ein guter Schauspieler dran gewesen wäre. Ich glaube, wenn wir das einfach neu vertonen würden, könnte man dem so viel mehr Wertigkeit geben. Vielleicht wäre das, je nachdem, wie der Erfolg dieser Serie hier läuft, mal für eine Folge. Miau, miau, miau. Wenn wir 100 neue Patreons bekommen, dann stellen wir Mats ein und dann machen wir das. Stimmt, das dann mache ich mal die ganze Zeit Pause. Dann sprechen wir bestimmt wieder über Mario Kart 8, oder? Ja, das wir haben den gleichen Gag jetzt einfach nochmal gemacht. Mit wie viel Laden auch. Dann sprechen wir bestimmt wieder über Mario Kart 8. Das, wow. Was lernen wir denn heute? Wie man bremst? Ja, was kann man noch lernen? Abkürzung. Abkürzung ist aber ein gutes Thema. Das ist gut. Vielleicht lernen wir was. Wusstet ihr das schon? Auf einigen Strecken könnt ihr mit Items wie dem Turbopilz Abkürzungen nehmen. Mhm. Heute zeigen wir euch, wo ihr solche Abkürzungen findet. Erzählt weiter. Zuerst schauen wir ins Mario Kart Stadion. Ja. Lass mich hier rüberfliegen. Da wäre ich jetzt aber... Im Teil der Strecke gibt es einen sandigen Bereich mit vielen Röhren. Naja. Wenn man einen Turbopilz benutzt und zwischen den Röhren durchfährt... Das ist aber riskant. Schon geht's los. Da wird aber... Heieiei. Das ist aber mutig. Wenn man den Turbopilz benutzt und dabei auch noch... aber dass da so zwei Fässer stehen, die man wegbollern kann, wusste ich gar nicht. Das fände ich aber schön, wenn dann Kinder das nachmachen und einfach nur gegen die ganzen Dinger da dotzen. In der Mitte der Strecke gibt es dieses Karussell. Ja gut, das sind ja einfach nur... Das ist immer dasselbe Prinzip. Das ist ja einfach nur Kurvenschneiden. Ja. Nehmt einen Pilz und fahrt da lang, wo ihr eigentlich nicht... Aber also... Ich glaube, das nützt tatsächlich manchen Leuten was. Ja, aber das von du so raus. Ja, aber von die, weiß nicht, von hiervon bin ich noch ein bisschen Fan. Von dieser, diesem Part der Show. Es könnte schlimmer sein. Aber hier kann man eine Abkürzung, indem man einfach... Ja, ich vermisse auch Bowser. Ja, ich auch. Hört sich ein bisschen in mein Herz. Ich hätte da eigentlich gerne Kartoffel-Pikachu in dieser Serie. Aber das wäre super, wenn er später tatsächlich als Kuscheltier kommt. Diese Zeichnung zum Leben erweckt. Genau. Aber gibt's auch mit der Stimme von Bowser. Pika, Pika. Oh, oh, oh. Pika, Pika. Na, ihr Schlingel. Was passiert, wenn ihr mich füttert? Die haben keine gute Abkürzung gezeigt. Tomodachi Life. Tomodachi Life. Jede Menge lustige Sachen machen. Tomodachi bedeutet Freund auf Japanisch. Ihr könnt also alle eure Freunde und liebsten Personen ins Spiel bringen. Sie haben gerade gesagt, dass Tomodachi Freund auf Japanisch heißt, also man lernt sogar. Ja. Wir haben die Familie Müller in unser Spiel gebracht Familie und wir Müller. Wollen mal nach ihnen sehen. Erstmal besuchen wir Tom. Hey Tom. Tom scheint gerade beschäftigt zu sein. Na klar, es ist ja auch gerade Welpenspielzeit. Wow, du bist wohl ein richtiger Welpenfan, oder? Was ist denn mit Toms Papa? Den suchen wir jetzt mal. Da ist er ja. Die haben gerade richtig viel Spaß auf der Achterbahn. Papa. Unser verrückter Familienvorstand. Aber wo ist denn Toms Mama? Der Humor von dem Spiel ist halt super. Da ist sie. Ist. Om nom nom. Oh, dieses Essen schmeckt ihr gar nicht. Sie ist tot. Aber ich dachte immer, jeder mag grüne Paprika. Ist sie gerade gestorben? Pudding? Das ist so Sims irgendwie. Pudding ist so lecker. Mama mag den auf jeden Fall auch. Und diese Stimme. Vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Aber jeder wie er will, finde ich. Tomodachi Life ist einfach ganz lustig. Jetzt musst du sie ersticken. Lass uns mal an den Strand gehen. Kann man schon ein bisschen gut finden. Ich liebe den Strand. Mal sehen, was da ich so liebe ist. Den Strand, ich mag Musik. Das ist doch nicht Oma. Ist die Oma aus unserer Familie? Da kommt sie. Ja, und aber sie kann ist Oma hinterher wenn Oma so sein möchte, darf sie sein. Die jobbt. Ja. Ah, Liebe kann so schön sein. Oder nee, die ich rannte dem hinterher. Ich bin nicht sicher, ob das für Herrn Stein auch Liebe ist.
Wir lassen sie mal lieber alleine. Das sieht ja wirklich aus wie du da hinten. In der Tat. In der Familie. Aber wer hat nicht gern ein schönes neues Outfit? Ich hasse Outfits. In Tomodachi Life kann man alle möglichen Sachen sammeln. Wie zum Beispiel Kleidung, Hüte, Essen und vieles mehr. Wie im richtigen Leben. Was sind deine Hobbys, Tom? Ah, ich sammle Kleidung und Essen. Und Lina wünscht sich gerade neue Kleidung. Was sollen wir ihr geben? Ein Katzenkostüm ist doch bestimmt die perfekte Wahl. Wie schön, es Falls ihr da draußen übrigens wisst, dass es so Gesamtkatzenanzüge gibt, die so ähnlich aussehen, schickt uns die Links. Ich hätte Interesse. Wer weiß, was sie noch so alles anstellen. Naja, das ist super. Das ist so aber ein abgefahrenes Spiel. Das haben sie ja aufgenommen, weil der Familie Müller auch gerade steht, ne? Ja, also, schon das mehr ist Aufwand. Jetzt, genau, also diese Footage ist nicht einfach nur aus den amerikanischen oder so übernommen. Tom, ja, Papa, Mama und die Oma. Unsere Abenteuer-Tüte, aber was gibt es denn? Ja, das sind, das ist halt schon 100 G-Lives ein bisschen. Aber ich finde das lustig, dass die halt so reden. Es ist Zeit für unseren Auftritt in der Katzen-Mario-Show. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hier auch mal reingesteckt. Ich wollte gerade sagen, das scheint so ein bisschen... Also sie haben sich nicht zurückgelehnt hier nach dem großen Erfolg der ersten drei Folgen. Oh, hey Katzen-Mario. Wusstest du schon, dass jemand von Nintendo Crossing ein Haus in Animal Crossing New Leaf nach unserer Sendung gestaltet hat? Ach was? Lass mich mal sehen. Das ist wirklich so ein bisschen Club Nintendo. Da gab es ja zu SimCity, haben die dann auch quasi Nintendo-based Städte gebaut und so. Und die haben drin, also ein bisschen the Spirit ist da. Und wie sieht es im Keller so aus? Da hat aber jemand echt viel Arbeit reingesteckt. Meine Güte. Oh. Der Keller gehört mir ganz allein. Bowser. Das ist richtig furchterregend, nicht wahr? Hier unten ist es immer Bowser-Zeit. Und wenn ihr zeigen wollt, dass ihr Bowser-Fans seid, gibt es dazu jetzt ein besonderes T-Shirt für meinen Schergen. Verbrannt. Also, seid einfach dankbar und nehmt es an. Seid einfach dankbar. Bis bald. Ach, dass man sich ja auch so Sachen bestimmt gleich wieder einen QR-Code. Ist ein bisschen schade, dass die Plüschfigur nicht dabei war. Also, das damit habe ich die jetzt nicht gerechnet. Hat gefehlt. So. Das ist ziemlich ungewöhnlich für Bowser. Ich glaube, die haben sie weggeschmissen nach der einen Folge. Tja, jedenfalls gibt es das Haus in Nintendo Town. Und ihr könnt es besuchen, indem ihr das Schlummerhaus in eurem Spiel benutzt. Das Bowser-T-Shirt. Wie? Er gerade gestikuliert, während sie redet. Ja, das ist. Also, wenn ihr Animal Crossing. Wir hatten halt irgendwie 10 Minuten oder was. Auf jeden Fall mal an. Ich hab irgendwie auch Bock, so eine Show zu machen. Und das war's auch schon wieder, Leute. Schaut doch auch nächstes Mal wieder bei uns vorbei. Bis dann. Aber von uns beiden. Ja. Vielleicht, gibt doch bestimmt Leute, die können das richtig gut. Also die gibt's bestimmt, aber das kostet ein bisschen. Naja. Folge 6 sind wir schon. Von oder erst. 38? Ja. Da läuft doch. Oh, guck mal, die ist 8 Minuten und 24 lang. Oh Gott. Yay. Wir sind ja wieder mit einer neuen Folge. So langsam kommen wir ins Territorium, wo man merkt, was man sich hier vorgenommen hat. Fangen wir direkt mit etwas an, das ihr alle bestimmt schon kennt. Super Mario 3D World? Diese Vorhangeffekte. Zum Mario-Experten werden. Ach ja? Na? In dieser Rubrik so wieder aufs Thumbnail geschmult. Ja, Donkey Kong. Dabei, Mario Experten das wäre sehr lustig. Mario Experten werden. Donkey Kong. Ah. Jetzt werfen wir noch mal mehr Abkürzungen. Blick auf ein paar wenn wir jetzt wieder nur Kurven schneiden, dann bin ich aber zuerst geht es sauer. Um die Sonnenflughafenstrecke. Ne, hier gibt es ja wirklich eine. Nach der Hälfte der Strecke macht die Spur eine große Linkskurve. Ja. Wenn man jetzt einen Turbopilz benutzt. Aufgepasst. Oh, da ist die kannte ich tatsächlich nicht. Hier muss man beherzen, die habe ich noch nie gesehen, diese Abkürzung. Das ist ja absurd. Ja, siehst du. Scheiße, hat sich schon gelohnt. Die Abkürzung ist in den knochentrockenen Dünen. In den Höhlen gegen Ende der Strecke gibt es diesen Bereich. Achso, da jetzt. Siehst du, das sind so die Art Abkürzungen, die sind mir zu riskant. Ja, ich meine, das bringt doch nichts. Kann ich doch gerade ausfahren und den Turbo benutzen. Die Pros benutzen die alle. Ich habe meine Pro-Tricks aus der Katzen-Mario-Show. Oh Gott, die Framerate von YouTube findet das hier gar nicht gut. Die Framerate nicht, der Konvertierung, ja. Blau-leuchtende Objektrammen, um einen Drehturbo zu erhalten. Hat er gerade Rammeln gesagt? Ja, ja. Wird viel gerammelt auf der Sternpiste. Oh Gott, da wird er mir schlecht. Ich bin einmal auf dieser Strecke mit irgendeinem Charakter gefahren, den ich überhaupt nicht beherrsche. Und ich bin so oft runtergefallen, dass ich nicht mal ins Ziel gekommen bin, also Online-Rennen. Und da schon irgendwann so gesagt, ja. Das hat richtig viel getan bei Mario Kart. Das war aber ganz schön. Ja. Wie gesagt, von diesem Segment bin ich irgendwie ein Freund. Oh, ein neues Segment. Speedrun.
In dieser neuen Rubrik zeigen wir euch Videos, in denen echte Experten verschiedene Spiele zocken. Lisa Tabata, die Produktionsassistentin von Donkey Kong Country Tropical Freeze, wird Mehrwert. Uns heute einen Speedrun in diesem Spiel zeigen. Frau Tabata gespannt. Zeigt uns den allerersten Level in Mangrovien auf Zeit gespielt. Das sind die restlichen 7 Minuten. Der Level heißt Mangrovia Bay. Zuerst wählt man Spiel auf Zeit aus und entscheidet sich dann für Stimmt, das hat er ja sogar so eine richtige Funktion dafür. Ja, ja. Frau Tabata empfiehlt Cranky Kong, wenn man den Level schnell abschließen möchte. Wenn die gesamte Ladezeit gezeigt hat. Und dann einen Purzelbaumsprung machen. Noch ja. einen und dann einen richtig großen Sprung. Oh, kommentieren Sie jetzt das Im alles Wasser durch. Muss man an der Oberfläche die Schwimmschraube ausführen. Aha. Sag mal, ihr könnt auch nicht mit hier so Mario Kart-Banalitäten um die Ecke kommen. Wie fahrt hier durch und dann hier plötzlich Speedrun. Mit einem Speedrun von Donkey Kong irgendwie. Das finde ich aber super. Wenn man es geschafft hat, muss man zuerst die erste Plattform lösen. Oh, ich glaube, da hätte man Zeit rausholen können. Ja, gerade bei dem Wechsel. Ungefähr hier findet man dann das Fass, in dem Cranky Kong wartet. Da ist es ja. Ja. Und schaut mal, wir rollen sofort los, wenn wir das Fass greifen. Wo? Wir können also durchbrechen, ohne langsamer zu werden. Das kann ich gar nicht verkehrt, ehrlich Nö. Gesagt. Also. Es gibt eine neue Aktion in diesem Spiel, die man Ausrupfen nennt. Wenn man Ausrupfen einsetzt, kann alles Mögliche Ausrupfen. Passieren. Und hier können wir zum Wort, Beispiel man einen selten großen nutzt. Baum erscheinen lassen. Dann springt man so schnell wie möglich nach rechts in das Fass und drückt im richtigen Moment den Knopf, um von einem Kanonenfass zum nächsten geschossen sehr random, zu werden und so den Baum aber hochzukommen. Okay. So Speedrun zu zeigen, finde ich eigentlich voll lustig. Ja. Das ist halt auch ein richtiger Aspekt des Spiels. Ist. Man muss die ganze Zeit weiterrollen und springen, bis man am Ziel ist. Man kann Cranky Kongs Stocksprung benutzen, um diese Hindernisse zu überwinden. Hm. Ach, wie toll aber dieses Spiel aussieht, ne? Ja, ja. Einfach nochmal wertschätzen an der Stelle. Details und so, meine Güte. Oh. Hier muss man einen Purzelbaumsprung machen. Macht gar keine Pause mehr. Dann landet man auch nicht schlecht. Ist man am Ziel. Ja. Also. Ja, ja. Jetzt noch ins Fass. Nicht schlecht. 1,38. Das hat nur 1 Minute und 38 Sekunden gedauert. Und deshalb bekommt Frau Tabata sogar eine Glitzergoldmedaille. Die ist noch besser als Gold. Gut gemacht. Glitzergold. Okay. Vielen Dank an Frau Tabata. Ich bin gespannt, ob sie noch mehr gefunden hat. Wie gut sie ja, ob wir nochmal zurückkehren zu Weil das finde ich auch für so eine Mario Kart-Strecke gar nicht so doof eigentlich. Der perfekte Lauf durch. Der besten Zeit an die Spitze der besten Liste zu kommen. Wir hoffen, dass wir euch da bald wiedersehen. Okay. Immer diese awkward Timing. Ach, jetzt kommt Why? Das wieder. Nochmal? Nee, oder nein. Ein anderer Song. Ja. Das ist aber eigentlich eine super Möglichkeit, so Trenner zu machen. Ja, das stimmt. Aber das ist das Gleiche. Ja. Nur halt ein anderer Tanz. Also es ist eine andere Musik, glaube ich. Es ist derselbe Song, derselbe Text. Kann sein, dass der Text so ein bisschen anders ist. Ich habe es nicht so im Detail gemerkt. Nee, das kommt mir schon sehr bekannt vor. Naja. Wir hätten es eigentlich auch in Spanisch gucken können. Lass uns doch mal nach den Müllers in Tomodachi Live sehen. Alle Gute tot. Idee. Erinnert ihr euch noch? Bei Tomodachi Live kann man seine Freunde und Familienmitglieder ins Spiel bringen. Und wir haben das Familie auch Müller ich hatte Mats ins Spiel bei mir gebracht. In Tomodachi mal sehen, ich glaub, was bei denen Tom. So los ist. Aber ich weiß, ich... Oma unterhalten. Man hat ja teilweise die Träume der Leute gesehen, das war super. Hat sie etwa schon vergessen, dass sie in Toms Schulleiter Herrn Stein verliebt war? Ich war bitter wie ein schwarzer Kaffee. Erst du hast Milch und Zucker in mein Leben gebracht. Bitte lass uns miteinander gehen. Wie im echten Leben, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe. Niemand liebt dich mehr als ich. Moment, Herr Stein ist jetzt auch verliebt in Oma? Unmöglich. Ich sehe ein neues Let's Play Projekt kommt, Tom. Tomodachi Live. Tom wie böse er Tom und Matzi live? Oh Gott, oh Gott, Mats. Abbruch. Zu spät. Stretch Goal! Ich bin so froh, dass du so fühlst wie ich, Herr Stein. Juhu! Oh, ein richtiges Happy End! Ja, außer für den einen. Ja. Tomodachi Live alle möglichen Geschenke geben. Was werden eure Mii-Charaktere wohl mit ihren Geschenken anfangen? Hm. Oh boy. Wir besuchen Familie Müller bald wieder. Und nächstes Mal haben wir auch wieder sehr viel über alle möglichen Spiele zu erzählen. Verändert sich die Farbe gerade? Ja, ne?
Ich dachte gerade, ich habe so eine Optikverschiebung. Tschüss. Was zur Hölle? Es wird abendrot. Ich dachte gerade irgendwie, dass man so, dass die... Wir gucken sie jetzt schon so lange. Ja, das Blau einfach so, das Gehirn anfängt schon ein paar Mal auszublenden. Oh, jetzt kommt Animal Crossing Weihnachten. Ist das hier die Weihnachtsshow? Hier kommt die Katzen-Mario-Show. Auf jeden Fall schon Folge 7. Ja. Nur noch 30, Tom. Also 31. In dieser Folge von Katzen-Mario erhältst du Informationen zu ganz viel verschiedenen Warum? Okay, dann lass uns jetzt einen der bekannten Teile übergehen. Ich bin gespannt. Yes, fangen wir gleich an. Zum Quiz, stimmt, ja. Hatten wir beim letzten Mal nicht. Die heutige Frage des Katzen-Mario-Quiz stammt aus der... Wie lösen wir den Nahostkonflikt? Okay, beginnen wir also mit der ersten Frage. Oder eben was unter dem Panzer. Das ist ein Koopa. Den kennt ihr doch alles schon, oder? Springst du auf so einen drauf, dann schlüpft er aus seinem Panzer. Aber jetzt die Frage. Wie sieht ein Koopa ohne seinen Panzer aus? Ach so, ja. Oh Gott. Ein T-Shirt. Also hier am Strand trägt er wahrscheinlich einen Badeanzug. Ich glaube, er trägt... Ach, ist das so, ja? Ich dachte, das ist immer so Feinripp. Also ein Shirt ohne Ärmel, würde ich sagen. Okay, ich sag Badeanzug. Wäre aber sehr schön, wenn er nackt wäre und sein Penis einfach... Die richtige Antwort lautet... Ach nee, du hast recht. Er trägt ein Shirt ohne Ärmel. Aber Badeanzug wäre schön gewesen. Ist dieser Panzer vielleicht doch bequem? Wenn Mario den Koopas den Panzer abnimmt, versuchen sie verzweifelt, diesen zurückzubekommen. Verzweifelt, gib ihn den zurück. Arme Koopas. Wie gemein. Oh. Da geht in mein Haus. Wie das so gebeugt wurde. Jetzt 27. Unser letztes Quiz ist das beliebte Finde Pixel Luigi. Das beliebte? Worauf basiert ja, das? Auf den zahlreichen Kommentaren. Nee, vielleicht ja wirklich. Das müssten wir, also... Na? Das ist bei der etwas verpixelten... Die Jägen, die ihn nicht gefunden haben, können sich das Filmmaterial nochmal ansehen. Das Filmmaterial. Dieses Mal machen wir es euch etwas einfacher. Ich glaube, ich habe ihn oben links gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Da oben, ja, da hat sich was bewegt, ganz kurz. Ja, das hätte ich beim ersten Mal nicht... Hast du ihn dieses Mal gefunden? Aber da muss ja auch einer gesessen haben und die reingebastelt haben, ne? Nee, ich glaube, die sind im Spiel. Die sind wirklich im Spiel? Ach, Quatsch. Hier ist er. Den hat doch da keiner reingebastelt. What? Oh. Nee, das war doch was anderes. Das da oben. Aber der treibt doch nicht einfach da tot auf der Wasseroberfläche. Doch. Im Spiel. Also ja, ich kann mich auch erinnern, manche gesehen zu haben. Das ist ja krass, das wusste ich. Ich dachte, die haben die da reingeschoppt und war schon so... Oh, Schnee. Das ist ein sehr guter Schnee, den er da... Jetzt immerhin verändert sich mal was. Ja, eben hat sich der Hintergrund verändert und ich dachte, ich kriege einen Schlaganfall oder sowas. Wo wir gerade von Wärme sprechen, der erste Schnee ist gefallen und ich habe immer noch keinen Wo wir gerade von Wärme sprechen, der erste Schnee ist gefallen. Ach, Katzen-Mario, vielleicht wünscht sich jemand ja ein paar schöne Freunde. Okay. Katzen-Mario, hast du einen Schlaganfall? Ja. Deine Gesichtszüge sind doch eingefroren. Wo wir gerade von Wärme sprechen. Ich hab einen Schlaganfall. Oh Gott, ist das böse. Das ist gar nicht lustig. Ich habe nur deswegen ein bisschen Tränen in den Augen. Um diese Zeit herum anzuschauen. Schau mal. Da baut jemand einen Schneemann. Ein Schneeknirps. Stell dir mal vor, das wäre von Charles Martinet eingesprochen. Und Mario würde die ganze Zeit so reden, wie Mario halt redet. Ich hätte eigentlich gerne Werner Herzog gehabt. Im Dezember war es im Gulag sehr kalt. Wir haben uns Geschenke aus Steinen und verkrusteten Blut geschenkt. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Richtung wäre. Aber wenn Werner Herzog hier einfach auftauchen würde als Märchenonkel oder als Bowser. Muhaha, Mario! Wo wir gerade von schönen Dingen sprechen, wir möchten auch jedem unserer Zuschauer gerne ein Geschenk machen. Oh. Wir möchten ihnen allen gern ein kostenloses Mario-Show-Design für ihren Nintendo 3DS. Nein, ich vermisse es etwas. Leider gibt's das schon nicht mehr bis zum... Ach, schade. Du kannst das Design anhand der folgenden Anleitung Schritt für Schritt herunterladen. Schritt für Schritt. Klicke zunächst auf das Design-Icon im Hotel. Warum? Katzen-Mario-Design. Oh, ich würde Geld bezahlen bei eBay für so einen gebrauchten 3DS, wo das drauf ist. Katzen-Mario. Wie viele davon gibt es? Das würde mich wirklich interessieren. Ja, wir gucken gleich mal in die Kommentare, falls ihr überhaupt angeschaltet sind. Guck mal. Ja. Einverstanden. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast.
die einfach wissen, dass es, schon sehr viel verlangt ist, diese Folgen bis zum Ende zuzuschauen. Den Folgen zuzuschauen, würde ich sagen. Es fängt schon so langsam an, im Gehirn auch so. Ja, ja, also ich merke auch, dass es anstrengend wird. So. Aber wir sind noch nicht also, zweistellig. Wir sind hier am 9. Juli? Ich dachte, das wäre eine Weihnachtsfolge. Was? Hä? Was ist los? Ich dachte, das wäre eine Weihnachtsfolge. War das eine Ankündigung? Nee, die haben doch gesagt, von 2014 bis 2015. Katzen Mario. Nintendo Kids Club? Stimmt, der geht doch. Hä? Nee, warte mal. Ist das stand doch Folge 7? Bis zum 15.01.2015. Ja, aber von 2014 bis 2015. Nee, dann ist das ein Re-Upload oder ja, so. Vermutlich. Oder das hier ist falsch. Das ist ja komisch. Vielleicht lief das irgendwo anders schon mal. Oh, ja, schade, Kommentare sind deaktiviert. Oh, aber 214 Likes. Ja, komm. Da hat man bei Nintendo. Oh, Toad. Captain Toad. Das Spiel gibt's auch schon auf der Switch. Ja. Aber 3D World nicht. Das ist doch absurd. Ja, warum ja, nicht? Hier ist die Katzen-Mario-Show. Hallo allerseits. Hallo. 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 Guten Abend. Guten Abend. Oh, das ist so wie die Todkatzen-Mario-Show. Ja, stimmt. Der wäre ja einfach ein Meinzelmännchen. Der auch so scheiße überfordert ist mit einem locker kein Problem. Quiz. Aber nicht schon wieder die Müllers. Ich hasse die Müllers. Sind wir jetzt wirklich nochmal das Gleiche? Ja, Mann. Zum dritten Mal. Das ist auch so lang. Ja. Nicht wieder dich belassen. Ja, komm mit. Mama und die Oma. Können bald mitsingen. Oh Gott, wie oft werden wir das noch sehen? Das weiß man nie so genau. Vielleicht siegt die Leiche. Ich glaube, du hast nicht richtig aufgepasst. Doch, doch. Die sind doch alle tot. Aber dass die Dichter einfach als Mii reingebaut haben. Ich zeig dir ja, vielleicht mussten sie das rausschneiden bei der letzten Folge. Tomodachi Life ist ein Spiel, in dem ihr mit Freunden und Familie auf einer Insel lebt, wo viele lustige Sachen passieren. Da hat sie nicht Unrecht. Nee. Ja, das sind doch die Weihnachtsfeiern. Das ist einfach ja. Komisch hochgeladen. Aber was haben die denn vielleicht vor? Haben sie einfach ein halbes Jahr gebraucht, um das zu übersetzen. Aber dann hat 16.000 Aufrufe, das ist sehr merkwürdig. Ja. Ausgabe der Nachrichten. Ja, die ersten Folgen haben ja durch ihre Absurdität einfach echt noch eine Aufmerksamkeit generiert. Also ich konnte das ja auch nicht glauben und habe da immer wieder mal reingeschaltet. Ich liebe Geburtstagsfeiern. La. Herzlichen Glückwunsch, Lena. La la la. So sehe ich ab jetzt auch immer. Party aus. Mit irgendwelchen Geburtstag. La. Jetzt geht's in den Park zum Grill. Das sieht echt lecker aus. Ich dachte kurz, der hat Knarren. Jetzt geht's zum Grillen. Grill. Im heutigen Spezialquiz geht es darum, Pixeluigi in Szenen aus Super Mario 3D World zu finden. Ja. Wir haben drei echt schwierige Aufgaben für euch. Jetzt gebt euer Bestes, um sie alle zu lösen. Challenge accepted. Mhm. Wir sind ja Profis. Ach, wieder Pixeluigi. Fangen wir gleich an. Los geht's. Pixeluigi versteckt sich irgendwo auf dem Bildschirm. Könnt ihr ihn aufspüren? Ich guck hintere Bildschirmhälfte, ja, du guckst vordere Bildschirmhälfte. Gut. Ja, wir haben noch sechs Versuche. Oh Gott. Ist irgendwo im Hintergrund. Da ist er, ja, auf den Schienen rechts. Oh ja, tatsächlich. Er könnte überall sehr sein. Sehr gut. All denjenigen, die ihn nicht gefunden haben, zeigen wir das Video nochmal. Und guckt mal, was für ein gutes Spiel 3D World ist. Es ist wirklich unfassbar. Wenn ich das hier so sehe, denke ich auch, meine Güte, war das kreativ. Oh, diese Bullet-Bill-Bahn sieht so toll aus. Obwohl das ganz schön dramatisch ist, dass Luigi da... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hilfe. Jetzt die Antwort. Oh, ich freue mich schon, wenn wir bei der Katzen-Mario-Show im Year of Luigi ankommen. In dem halt original nur ein DLC erschienen ist. Oh, das Year of Luigi, oh Gott. Green Mario, Year of Green Mario, meinst du? Oh, das war so dumm. Da hast du richtig gemerkt, dass die Wii U nichts mehr hatte. Nochmal? Ja, ja. Es ist dreimal das gleiche. Ja, okay, er wird da halt einmal dran hinten, sein. Hinten, ja. Na? Oder? Na? Gefunden? Nee. What? Mir ist ganz schwindelig von diesem drehenden Boden. Okay, dann ist er nicht in dem direkt da. Vorne rechts, oder? Etwas leichter und ich hätte auch direkt gesagt. Dann schon mal diese Theorie ausgeschlossen. Was?
Muster da. Da war. Was? Ach so, doch, ja, ich habe ihn gerade gesehen. Er war in der untersten Schicht bei der Erde. War er einmal kurz drin. Also halb transparent. Ich habe oben links gesehen, dachte ich. Nee, unterste Schicht, da kommt er gleich. Ja, das ist diese ganze Show, unterste Schicht. Die richtige Antwort lautet. Ey, okay, Entschuldigung. Da tatsächlich. Das war jetzt aber richtig schwierig. Das war tatsächlich nicht so einfach. Stimme ich euch zu. Dass das immer mal wieder ein bisschen Spaß macht, macht mich. Ja, aber wir sind ja auch noch nicht mal zweistellig, Tom. Ja, das ist schön. Ach du Scheiße, oh Gott, das ist so viel. Ich guck linke Bildschirmhälfte. Ich glaube. Doch, da unten. Unten. Habt ihr ihn entdeckt? Hinter der Ecke, man sieht ihn sogar noch. Die Mütze. In guck der vor. Letzten Runde geben wir keine Tipps mehr. Hast du ihn gesehen? Ihr schafft das. Ich sehe grundsätzlich schaut nicht mehr so viel. Warte, pass auf, noch sieht man ihn nicht. Da ist er. Da siehst du ihn rechts unten unter der Plattform, wo Mario ach, draufsteht. Da vorne. Da. Okay, das ist ja. Gut. Das ist eigentlich eine schöne Mechanik. Na, das ist ein schönes Detail. Schauen wir uns mal die Auflösung an. Schöner kleiner Gag. Ich weiß halt, bei einer der ersten Welten im Hintergrund sieht man ihn im Meer so riesengroß umlaufen. Ja, da, das, okay. Aber ich wusste nicht, dass der so oft da versteckt ist. Das war mir echt neu. Ich habe das auch nie durchgespielt, glaube ich. Und wir haben das doch bei Giga einmal zu viert gespielt. Ja, und das war das übelste Chaos. Das war aber super. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, schau mal. Das hier habe ich nie gespielt. Da habe ich die Demo noch auf der Switch nochmal gespielt. Ich dachte, das ist echt ein schönes kleines Spiel. Aber es waren, ich glaube, 50 Euro oder was. Wir haben die Switch-Version auf der Cartridge, also kann ich dir mal ausleihen. Da gibt es ja inzwischen sogar DLC zu, der richtig gut sein soll. In diesem Spiel durchstreift Captain Toad Level wie dieses, um Powersterne aufzuspüren. Powersterne. Oh, ich hätte das so gerne mit so alten Spielen. Also, weißt du, das. Ja, also, in 20 Jahren kann man sich das ja immer noch angucken und so denken: Oh, Nostalgie, welche Retro, ja, das stimmt. War so. Aber das gibt's halt für die alten Sachen nicht so richtig, sondern ist es halt dann die Club Nintendo, die man sich dann immer angucken kann. Das würde ich übrigens super gerne machen. Ein kleines Format, wo wir uns zusammen digital die ja, Club ja, Nintendo sehr angucken. Gerne. Also, ich bin dabei. Dann fokussiere aber ich erst das. Mal die Katze Mario Show. Tja, Leute, schade. Prioritäten. Weil man kann ja über iPad das auch einfach auf dem Fernseher und dann... Hat aber auch eine mutige Seite. Oh ja, das wird gut, Tom, wenn wir hier diese... Wie viel haben wir noch? 32 Folgen? Ja. Cool. Ein paar sind's noch. Ach, ich freue mich, Tom. Theoretisch sogar mehr mit den Pokémon Bros. Ah, oh, die bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt. Oh, es gibt einen Captain Toad. Dings. Puppe. Der redet aber nicht. Und die Kameraperspektive lässt sich auch ändern. Man bewegt der muss doch gleich noch reden. Ja, das braucht noch nicht eine Puppe für. Also Bowser wird so reingedingst, ja, aber Toad kriegt seine Bowser eigene. Ist einfach ein Kuscheltier. Könnt ihr super Juwelen. Warum war der da gerade? In jedem Level sind drei solche Juwelen versteckt. Vielleicht. Kannst du sie alle finden? Vielleicht im englischen Original hat der das hier gesprochen und hier haben sich keinen Sprecher leisten können. Die haben sich auch so keine Sprecher leisten können, Tom. Ich habe auch manchmal den Verdacht, dass Peach und Mario auch die gleiche Person sind. Ja, habe ich mir auch schon gesagt. Unterschiedlichen Pitches. Aber wo ist die dazugehörige Tür? Ändern wir mal die Kameraeinstellung, um sie zu suchen. Was war denn jetzt? Ich will Captain Toad wiedersehen. Das war echt absurd, dass er nur einmal so ganz kurz da war. Das ist eigentlich ein bisschen wie eine Nintendo Direct, wo sie dir das Prinzip vom Spiel vorstellen. Vielleicht ist Katze Mario auch so ein bisschen Vorgänger. Es gab ja die Direct schon damals. Ja, aber auch die Direct war ja nicht immer so gleich richtig gut. Also was sie vielleicht recyceln sie in der Show ja dann die Puppen aus dieser Nintendo E3 Direct von Star Fox und Miyamoto. Wow. Und so. Stell dir mal vor, die kommen jetzt Potenzial. 20 Mal qualitativ höher. Holy shit. Aber bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch noch etwas ganz Tolles zeigen. Mein Popo. Was ist ich bin Mario, der Beste im Feuerbälle werfen. Hallo Mario, ich bin sind ja nicht mal Katzen-Mario und Katzen-Mario. Ich bin die magische Prinzessin aus dem Peach-Königreich und der fiese Bowser entführt mich ständig. In dieser Position. Oh, da gibt's doch bestimmt schon Cosplay irgendwo, oder? Ja, ich kenne auf der Weltspitze von Katzen Mario mit diesen Dingern. Stark, mutig und kämpft ja, Cosplay, aber dann auch mit diesen. Ja, genau. Ja. Das wäre super. Oh! Mutig ist er ja. Es ist ihn als Figur. So sahen die in dieser ganz alten japanischen Werbung ja, aus. Ja, stimmt, ja. Die haben wir in der ersten Folge von Verrückte Spielewerbung auf Giga noch geschaut. Da waren Amiibos noch ein bisschen neuer, ne? Ich mag die heute immer noch ganz gern. Ich hole mir zwar nur selten welche, aber den Link's Awakening Link, da konnte ich nicht anders. Der ist bestellt.
Ich kriege ja gerade noch meinen Hintergrund ein für Streaming und Videos und so, und man sucht immer so kleine ja, Dinge. Guck mal, das Luigi versteckt. Sehr gut. Also, ich hoffe, es gibt was Neues zu Mario Kart. Hier ist die Katzen-Mario-Show. Hallo allerseits. Hallo. Wir sind wieder da. Und in dieser Episode haben wir Infos zu vielen verschiedenen Spielen für euch. Sie gehen auch nicht mehr weg. Zu Videospielexperten. Also, dann fangen wir mal an. Ich würde eigentlich gerne ein Quiz machen. Jetzt also danach. Ja. Also zur Katzen-Mario-Show. Ja, und wenn nicht alles richtig, musst du nochmal die Folge machen. Wie schön, dass man sich mal wieder sieht. Willkommen zurück. Beim heutigen Quiz dreht sich alles um Captain Toad. Zappelt der nur? Tracker, bei dem unser Captain Toad höchstpersönlich die Hauptrolle spielt. Er macht nur diese kleinen Geräusche. In diesem spannenden Schade. Spiel erlebt Captain Toad ein Abenteuer. Ich hätte sehr gern gesehen, wie sie versuchen, Toad nachzumachen. In dem er immer versucht, am Ziel den Powerstern einzusammeln. Aber da haben sie ihre Limits offen. Die gleiche Footage vom letzten Mal. Mhm. So, jetzt ist das Problem, dass ich das Spiel wirklich nicht gespielt habe. Captain Toad kann nicht springen, weil sein Rucksack zu schwer ist. Ach Quatsch, deshalb das können so auch alle Gegner unseren kleinen Helden gefährlich werden. Bodyshaming hier. Na, er bewirft sie mit Pflanzendingern. Oh, wie traurig, ja, guck. Und hier ist unsere kann Frage. Klein werden. Wie besiegt Captain Toad die Scheigeist? Er schmeißt mit Uben. Wie in Super Mario Bros. Er stopft sie in seinen Rucksack, finde ich aber viel besser. Er leuchtet sie an. Drittens, er schmeißt mit Rüben. Viertens. Er stopft sie in Wenn das jetzt Rucksack. Falsch ist, dann nee, er steht ja daneben Rüben. Ja. Und die Antwort ist aber auch Nummer 3. Wie in Super Mario Bros. 2. Wollte ich gerade sagen. Habe ich angefangen und habe drin aufgehört. Aus dem Boden ziehen. Es sind auch genau dieselben Dinger. Dann werfen. Ich habe auch über den NES Online-Dings Super Mario Bros. 1 durchgespielt. Echt? Das habe ich ja nie durchgespielt. Mit Save States ist das nicht mehr so schwierig. Überhaupt, das ist mit Save States ist vieles nicht mehr ganz so schwierig. Ja. Ansonsten ist, also selbst das erste Mario Bros. Hat ein paar schwere Stellen. Mhm. Wirklich schwere Stellen. Was auch daran liegt, dass die Sprungphysik und alles ein bisschen das träger ist, als man es heute gewohnt ist. Oh, und hier kommt die Animationen sind so toll. Was passiert, wenn man ihn eine Zeit lang in Ruhe lässt? Er schläft ein. Ich glaube, er schläft ein. Er singt ein kleines Lied. Ich glaube, ich sag auch, er schläft ein. Er ruft um Hilfe. Drittens, er spielt ein Videospiel. Okay, wir beide sagen, er schläft ein. Wohl tot ein kleines Lied singen hören, finde ich auch schön. Nee, guck, er wird doch müde. Ja. Er ist eingeschlafen. Sieht toll aus. Genau, wenn man ihn zu lange alleine lässt, macht er gleich ein kleines Nickerchen. Wie hieß er? Cookie Wumms. Cookie Wumms? Ja, wegen Gucken. Cookie Wumms, glaube ich. Und zum Abschluss könnt ihr noch einmal versuchen, Pixel Luigi in diesem Bild zu finden. Das ist derselbe Vogel wie aus Odyssey. Pixel Luigi finden. Ist das so? Ja, guck doch. Okay, wirklich Luigi, jetzt? Luigi. Seht ihr ihn Max. Schon? Wie seht ihr ihn schon? Aber hier muss er ja reingeschoppt worden sein. Nein, der ist bestimmt in irgendeiner Form. Schaut noch mal hin. Ich guck Setz mich nicht unter Druck. Ich sehe ihn wirklich nicht. Wir gehen mal näher ran. What? Das ist etwas leichter. Da, ich sehe ihn. Ach ja, recht. Wow. Was die Toten für ein schläfriges kleines Volk sind. Ach, da bin ich gerade erleichtert, dass wir ihn gerade noch gefunden haben. Von der Katzen-Mario-Show besiegt. Habt ihr ihn gefunden? Ja. Hier ist er. Habt ihr Luigi entdeckt? Das war ganz schön knifflig, oder? Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Wir haben keine Zeit zum Antworten gehabt. Werde zum Mario-Experten. Ah, schon wieder? In diesem Teil der Show beschäftigen wir uns mit den Mario-Spielen und helfen euch allen dabei, echte Mario-Experten zu werden. Aber Respekt, dass sie das so lange durchgezogen haben. Ja. Ich glaube, als Macher wirst du da auch so ein bisschen verrückt. Ja, absolut. Zuerst besuchen wir Andererseits, du hörst dich ja selbst nicht so. Für dich ist das ja eine normale Stimmaufnahme. Ja, aber wenn du... Der das geeditet hat. Ob das die ganze Zeit der gleiche ist? Ich weiß Oder ja nicht, gleiche? Ob die das halt so gekriegt haben. Also ich glaube ja nicht, dass die im Deutschen werden nur drüber gedappt haben. Naja, aber wir haben ja schon festgestellt, dass es Tomodachi Live und so das ja mehrere Sachen. Und das hier musst du ja auch eindeutschen, das stimmt, diese... Diese aber Dinge? Das Footage, das glaube ich nicht mehr. Aber klar, Was passiert wohl, wenn man hier einen Turbopilz benutzt? Ja, ich glaube, der Cutter hat halt die Footage bekommen, entweder von Nintendo of America oder Nintendo Deutschland. Und dann halt die Stimmfiles und die ganzen Packaging-Sachen mit dem Bauchbinden und so. Aber der ist ja derjenige, der dann über den Ton wahrscheinlich das alles rübergelegt hat. Da wirst du doch crazy. Ja, aber dafür... Die Produktionswerte sind aber voll okay, also... So was Schnitt und so angeht, hätte ich nichts zu meckern.
Nur die Puppen sind halt das Problem. Die Puppen sind das Problem. Generell die Puppen und die Stimmlage. Ist halt blöd, wenn das Hauptkonzept deiner Sendung ist. Ja. Das Konzept ist aber nicht verkehrt. Nee, das stimmt. Es ist die Umsetzung. Ja. Die Puppen müssen ausdrucksstärker sein. Die Stimmen dürfen nicht so nervig sein. Ja. Weil du kannst auch Schauspieler engagieren, die von sich aus niedliche Stimmen machen, die nicht nervig sind. Der Tat. So. Super Spaß. Ja, das ist bisher mein Lieblingssegment. Mit dem tollen Können der Spieleentwickler. Heute ist Mr. Motokura unser Gast, der Direktor von 3D Super World. Mario 3D nice. World. Siehst du, wer braucht schon Summer Games dann quick, wenn man die Katzen-Mario-Show hat? Alles geklaut. Und vor allem, wenn ihr die Tom und Mats schauen, die Katzen-Mario-Show habt. Ja. Dann müsst ihr euch das nicht alleine angucken. Tom und Mats, die Leid. In diesem Level soll man voll weit. Spoiler. Ja, warte, was? Da gibt's eine Dingswelt? Wolken sind's, ne? Aber das muss ja auch gecaptured worden sein, weil das ist wenn ja deutsch jetzt. Wenn man also hochläuft, sollte man versuchen, so oft wie möglich zu springen und nicht nur laufen. Dafür braucht man aber gutes Rhythmusgefühl und man muss auch genau sein. Das ist gut. Man braucht Rhythmusgefühl und muss genau sein. Man muss genau sein, ist ja auch irgendwie komisch. Hatten die englische Skript? Checkpoint einfach. Naja, weil es ja um Speed geht. Ja, sterben darfst du ja. Sicherheit. Nein, das machst du, wärst der schlechteste Speedrunner. Safety first. Aber was, wenn ich sterbe? Dann ist der Speedrun im Arsch, Mats. Nein, ich kann nicht. Dann rutscht man runter. Dabei kann man auch noch Gegner ausschalten. Ja, aber haben wir schon erwähnt, was für ein tolles Spiel das ist. Ach, guck mal, hier gehen sie einfach nicht rein. Das blows my mind. Warum sollte man das tun? Achso, um das zu anlocken. Wow. Nicht schlecht. Dann muss man nur noch mit einem Riesensprung den Zielpfeil erreichen. Leveldesigner hassen diesen Trick. Und so kommen wir durch den Level. Wir haben noch 331 auf der Uhr stehen. Nicht schlecht. Not bad. Das finde ich wirklich super. Ja. Macht vielen Spaß. Dank, dass Sie uns gezeigt haben, wie toll Sie das können, Mr. Motokura. Die ganzen Mädchen hat gerade so... Wenn jemand die abbrechen kann, dann würde ich das gerne auf Miiverse sehen. Wir freuen uns schon darauf, dass ihr euch alle diese Herausforderung stellt. Es ist aber schon übergegangen. War da gerade der Tod? Uns wieder besucht habt. War das der Tod? Ja. Halt, Moment. Lass uns diese Folge doch auch mit einer Herausforderung beenden. Haltet doch einfach mal euren Sammel. Warum war der Tod? Schon darauf, dass ihr euch alle diese Herausforderung stellt. Ach nee, stimmt, tot. Das ist offensichtlich haben die hier auch irgendwie Sachen umgeschnitten. Vielen Dank, dass ihr uns wieder besucht habt. Ach so, oder umgeschnitten, ja. Weil das sah ja aus, als hätte er was durchgeschoben oder so. Auch mit einer Herausforderung beenden. Oh ja, lass uns noch mal nach. Vielleicht hätte man da eigentlich so einen Swipe machen sollen, nicht so einen. Ja. Eine Iris. Da ist er, ich sehe ihn schon. Ja. Das ist aber nicht gut versteckt, das Leute. Das ist wirklich nicht gut versteckt. Das habt ihr schon besser gemacht. Also. Wir sehen ihn auch schon. Da ist er ja. Wow. Und das war's jetzt aber wirklich für heute. Das ist echt fies, das Hintergrund sich so langsam ändert farblich. Ja. Ah, Folge 10. 10, hey, Mats. Ein Drittel haben wir bald. Oh boy. Hey, Mario Kart und Tod und, oh, Familie Müller. Oh nein, wie stimmt da mein Müller? Ja, hier sind wir mit einer spannenden neuen Folge. Spannend, würde ich nicht sagen. Heute haben wir wieder jede Menge aufregende Infos jede zu Menge. Für euch. Zu 3D World seit 10 Folgen. Ihr Ficker, als würde es nur 3 Nintendo-Spiele geben. Wirklich, die Bandbreite ist nicht sehr hoch. Keine Third-Party-Sachen so richtig. Beim Speedrun ja, zeigen euch Spieleentwickler. Aber auf der Wii U immerhin, war auch schon. Immerhin fangen wir gleich mit dem besten Format an. Heute spielt Herr Motokura, der Direktor von Super Mario 3D World. Das ist dasselbe wie in der letzten Folge. Das glaubt nicht. Vielen Dank, dass Sie mitmachen. Ich sage, wir kriegen Welt 4-3. Oh, du bist aber. Ich sage. Heute zeigt uns Herr Motokura, wie man Welt 4-4 in Super Mario. Oh, dammit! Kennt sich überhaupt nicht aus mit Videospielen. Da hätte ich mich. Da hätte ich gedacht, du musst das irgendwo gelesen haben. Ja, aber schon sehr nah dran. Also, ja, aber daneben ist trotzdem vorbei. Mit. Darf deine, nicht dein Anspruch sein. Diese große Kluft überwinden. Okay. In diesem Level muss man die Trampoline mit Bedacht einsetzen. Wenn man sie nutzt und an Wänden hochklettert, verliert man am wenigsten Zeit. Ja. Da sich die Trampoline bewegen, ist es ganz wichtig, dass das Timing bei den Sprüngen von einem zum anderen passt. Ah. Wenn man abwechselnd springt und sich auf etwas stürzt, kann man seine Zeit verkürzen. Kann man seine Zeit verkürzen? Jetzt verwandle ich mich von Katzentoad in Tanuki-Toad. Jetzt kommt ich die letzte Hürde. Das ist das indem gibt. Man auf das Parapünktchen springt, gelangt man zur Warpbox, ohne die Trampoline zu benutzen. Plattform. Na, wie viele sind es?
50. Ich hab's mir gemerkt. Schlecht, nicht schlecht, Tom. Beziehungsweise gerade gezählt. Nur noch eine Schweifattacke, einen Sprung an den Zielpfahl und es ist geschafft. Aber ist es nicht eigentlich, je tiefer du ranspringst, desto besser ist es? Da hätte man bestimmt ja, aber ich glaube, der Sprung ist... Ja. Da hätte man noch... Nee, ich glaube, das geht besser. Herr Director dieses Spiels. Ja, Entschuldigung, aber sie können ihr Spiel nicht. Ob das wirklich Footage von dem ist? Es wäre schon dreist, das zu behaupten, und dann ist es das nicht, oder? Und bei Nintendo kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass sie gesagt haben, nein, das... können wir nicht faken, das sehen die Leute. Alles andere ist okay, aber das faken wir nicht. Weil Katz Mario hat es halt durchscheinen lassen, ne? Er hat ja gesagt, hier, ich. Meinst du, wir sind hier in der Sache auf der Spur? Ja. Ich stelle mir jetzt gerade so eine Pressekonferenz vor und so. Und dann wird sie wird aufgestanden und sich verbeugt und wir entschuldigen uns hiermit. Wir haben behauptet, dass... Zeig dir Mercedes. Ich wollte gerade sagen. Für das Freischalten der goldenen Fahrzeugteile muss man bestimmte Bedingungen erfüllen. Das habe ich übrigens darüber immer noch nicht geschafft. Ich habe alles, was ihr wissen müsst. Aber ja. Ich habe es halt auch schon so viel auf der Wii U gespielt. Zunächst und dann nochmal sehr viel auf der Switch, aber nicht Fahrzeug so viel. Wenn ihr alle 8 Cups im GP 150 okay, dann habe ich das, glaube ich, nicht irgendwo. Den GP gespiegelt freischaltet und dann alle 8 Cups desselben gewinnt. Das ist einfach nur... Arbeit. Ja, wirklich. Das ist einfach das ist ja, nur Arbeit. Dadurch, dass du immer so einen Random-Faktor drin hast, ist es ja, ja auch mal so, dass du dann, wenn du irgendwo ja nur Zweiter wirst, hast du schon verkackt, kriegst du nicht mehr alle drei. Und wenn das irgendwie im dritten oder vierten so, muss man überall besser werden? Ja. Nee, mir ist das einfach zu viel. Ja, ja. Und das, ich finde die Goldteile halt auch ein bisschen hässlich, deswegen will ich sie auch gar nicht. Eigentlich eine Strafe. Ich bremse immer kurz vor. Nee, ich mag das in Spielen generell nicht, auch wenn du so ganz viele Shooter und so haben ja so die Golden Gun. Ach, wenn so, du ja. alles hast oder die besonders tolle Waffe oder Pre-Order-Bonus, kriegst du die Golden Gun. Oh, und ich denke mir immer so, nein, will ich nicht. Ich finde, das reißt mich voll raus. Ja, das hatte ich aus Versehen, wirklich aus Versehen in Sinking City, weil ich vorbestellt habe und irgendwie diese Collectors-Ding da. So ging's mir in Red Dead. Und da hast du ja dann auch plötzlich eine Waffe, die du eigentlich im Spiel erst irgendwie nach 3 oder 4 oder 5 oder 6 Stunden eigentlich kriegst. Und das war furchtbar. Das hat das tatsächlich sehr kaputt gemacht. Ach, das ist auch mein eigener Fehler. Das sieht doch scheiße aus. Ja, das sieht auch scheiße aus. Wenn Mario jetzt auch noch Gold wäre, dann ja. Oh, wenn du Metal Mario in einem goldenen Dings fährst, das ist super. Ist es da noch Metal? Ja, oder hier Rose Gold Peach oder wie sie heißt. Ach, stimmt, ja, die gibt's auch. Muss man etwas dafür tun? Machen wir erstmal weiter. Familie Möller. Familie Möller. Oh, immerhin ohne den. Nee, das kommt aber trotzdem nochmal. Ich glaube, wir hatten jedes Mal, wenn Tomodachi Live drin war. Anderer Hintergrund. Das war doch sonst nö, nicht. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Oh, Herr Stein und Oma ja. haben sich wieder verabredet. Bei Tomodachi hatten wir, glaube ich, schon mal. Ist das nicht wunderschön? Ja. Diesmal scheint es ernst zu werden. Wie das wirklich eine fortlaufende Geschichte erzählt, wie so eine Seifenoper. Ganz süß. Ich liebe Feuerwerk. Muss ich etwas Wichtiges fragen? Katzen Mario, da passiert gleich etwas Bedeutsames. Was gibt es denn? Möchtest du mich heiraten? Ah, Herr Stein hat Oma einen Heiratsantrag gemacht. Wie niedlich. Sag ja. Aber ja, natürlich möchte ich. Sie haben ja gesagt. Ich freue mich so für die beiden. Feuerwehr. Ob wir wohl zur Hochzeit eingeladen werden? Ich liebe Hochzeiten. Das stimmt doch gar nicht. Wie sie bei allem sagen, ich liebe. Ja, ich liebe Tochter. Hier Aktivität einfügen. So, das war's für heute. Ja. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Oder? Bis dann. Das waren jetzt 10 Folgen, Mats. Ja. Tschüss. Ich sag mal so. Wir haben noch ein paar. Ja, also ein paar liegen noch vor uns, aber Zwischenfazit. Ich sag mal so, es ist doch unterhaltsamer, als ich dachte. Also, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es sehr schnell noch viel langweiliger wird, aber dadurch, dass sie immer wieder mal so ein paar neue Ideen haben. Ich glaube, die Interaktivität hilft tatsächlich. Oh, ich sehe 29, da haben sie. Ah, lass dich nicht spoilern. Oh Gott, oh Gott. Also, Staffel 1. Genau, Staffel 1 ist das jetzt. Ja. Staffel 1 von der Katzen-Mario-Show und auch der Tom und Mats schauen die Katzen-Mario-Show. Ich bin auch also ein bisschen überrascht davon, dass man tatsächlich ein paar Sachen mitnimmt, so was kleine Easter Eggs und so angeht aus den Spielen, die man selbst noch nicht kannte. Dass sie Speedruns zeigen, what? Ja, hallo? Das ist tatsächlich überraschend. Und es, also, es ist trotzdem, fängt es an, ein bisschen zehrend zu werden. Ja, das ist nervt halt, wie die Hulle, klar. Die Stimmen gehen halt gar nicht. Das ist kein Schauspielern, was da stattfindet. Das ist einfach nur Vorlesen. Es ist, aber hier geht es auch um den Newswert, Tom. Und du möchtest ja auch nicht, dass bei der Tagesschau, stell mal vor, die Tagesschau. Naja, aber die machen ja auch nicht so Sprüche, die hin und her geschoben werden. Und
Das würde die Tagesschau aber, glaube ich, doch besser machen. Hallo, hier ist Katzen. Ich finde halt, man hätte so viel mehr noch machen können aus diesem Konzept. Ich denke mir auch die ganze Zeit, also gerade wenn man so ein bisschen... Gibt es denn unter Folge 10 Kommentare, Mats? Wenn man so ein bisschen in die... Nee, die grundsätzlich. Aber die Wertungen werden immer besser. Ja, kriegen jetzt auch wieder uns. Eine von uns. Man hätte, also wenn man sich so eine Club Nintendo nimmt und da so guckt, okay, was ist da so drin? So vielleicht so mal Kommentar vorlesen oder so auch so Charts. Wenn man sagt, so gerade in den, das kann ja von mir aus alles gefaked sein oder so, schreibt eure aktuellen Charts in den Kommentaren. Man hätte da echt mit den Zuschauern noch ein bisschen mehr machen können und so ein bisschen mehr vielleicht auch stimmt, mal. Das gibt's hier gar nicht. Auch so ein Hardware-Ding oder so, aber das ist halt, ich meine, für das, was es ist, sagen wir es mal so, es könnte beschissener sein. Oh ja. Nach oben hin ist aber auch sehr viel Luft. Ja. Ich glaube, auf dieses Fazit können wir uns erstmal einigen. Und dann weitermachen mit den nächsten 28 Folgen, die noch fehlen. Ja, die letzten, Tom. Die letzten 28 Folgen. Letzten 28. Ich hoffe, so genießt es. Das ist so, ein Ende ist in Sicht. Ich bin sehr gespannt auf das Fazit nach den nächsten 10 Folgen. Ich bin gespannt, ob Familie Müller nochmal auftaucht. Yoshi! Hab ich doch gesagt! Yoshi! Oh Gott! Yoshi! Das hätten wir es geschrieben. Nein, ja, wirklich. Vor allem nur. Ja, Yoshi! Niedliches Schwänzchen,